Wir leben ja in einer sehr schlimmen Zeit und ich denke, wer einigermaßen nüchtern und sachlich ist, der weiß, dass diese Zeit nicht besser werden wird, sondern dass sie bis zur Wiederkunft Jesu sich dauernd verschlimmern wird in wellenartiger Entwicklungen, so wie die Bibel sagt, die sogenannte Wehen, dann siehst du einfach, mit 67, mit der Rückeroberung Jerusalems, ist der Damm gebrochen. In dem Moment brach dieses antichristliche, teuflische Gedankengut, das sich auf der ganzen Welt über ausgebreitet hat, dieses dämonische, wo letztendlich die biblische Linie zerstören wollte, wo auch die Nationen zerstören will, alles, was Gott gegeben hat, zerstören will, hat sich ausgebreitet, schön langsam. Ich glaube, es war 1970, da wurde der Paragraph über Gotteslästerung gestrichen, dann wurde die Gleichgeschlechtlichkeit freigegeben, es wurde alles, alles fällt. Jetzt sind wir ja inzwischen so weit, dass wir, und Paulus schreibt hier an Timotheus, du musst es wissen, nicht fühlen, nicht ahnen, wissen. In den letzten Tagen, das ist nach meinem Verständnis von 67 bis zum Schluss, schlimme Zeiten eintreten werden. Das ist der erste Vers und da steht Schalepoi Lian. Und dieses Wort Schalepoi, das ist das gleiche Wort, das benutzt wird in Matthäus. Und zwar, ich finde es absolut erschreckend, Matthäus 8, 28, das ist das Wort für die zwei besessenen Gadarener. Also die Bibel sagt praktisch, es werden Zeiten eintreten, wie wenn alle besessen wären. Und den Eindruck hat man heute. Das ist der Eindruck, die Leute spinnen vollständig. Die spinnen vollständig. Also Entschuldigung, ich darf es mal so deutlich sagen, man darf ja nichts mehr sagen, aber ein bisschen darf man schon noch was sagen. Und dazu, wenn es biblisch ist. Wenn Gott klipp und klar sagt, es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Wissen Sie, sind alle inkonsequent. Ich erwarte jetzt eigentlich, wenn ich eine öffentliche Toilette sehe, wo ist die dritte? Für die Diverse. Wissen Sie, das ist alles so eine Sauerei und so eine Teufelei. Da muss ich einfach sagen, es gibt wissenschaftlich, da brauchen wir nicht einmal gläubig sein, gibt es zwei Chromosome, XX und XY. Es gibt sonst nichts. Es gibt nur Mann und Frau und alles andere, was da nicht ist, ist krank. Das muss man mal so deutlich sagen. Wenn einmal eine ganze Menschheit plötzlich sagt, es gibt mehrere Geschlechter, 100 soll es inzwischen sein, von 67 auf 100, das ist eine Steigerung, dann musst du einfach sagen, dann sind die dämonisch inspiriert, die sind total geistlich am Teufel ausgeliefert. Das ist eine Teufelei auf der ganzen Welt. Und dass es auf der ganzen Welt geht, daran siehst du, dass es dieser antichristliche Geist ist. Weil welcher normal denkende Mensch wird auf so eine verrückte Idee kommen? Gar nicht. Oft sind das Dinge, die betreffen nur 0,1% der Bevölkerung. Und plötzlich diktiert 0,1% der Bevölkerung der ganzen Welt, uns allen, alles gibt es nicht. Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie glauben, dass alles wieder wird, wie es war. Ich kann euch etwas 100% sagen. Die Zeiten, die wir hatten, diese wunderbare Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles aufgebaut wurde, wo auch Erweckungen waren, wo tatsächlich die Gemeinde entstanden sind, wo wirklich über die ganze europäische und auch auf Amerika, wo auf der ganzen Welt, selbst in Russland, überall war der Erweckungen, war hat große geistliche Aufbrüche, die ist vorbei. Sie wird auch nicht wiederkommen. Und was ganz klar ist, wir stehen vor der Wiederkunft Jesu, die Gesetzlosigkeit, Matthäus 24, 12, explodiert. Und die Bibel sagt, wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, steht in 2. Thessalonicher 2, in den ersten 9 Verse, dann kommt aus der Gesetzlosigkeit heraus der Gesetzlose, nämlich der Antichrist. Wisst ihr, wenn pfingstlich-charismatische Kreise sagen, wir warten auf die große Erweckung, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ihr müsst ein falsches Buch haben. Weil in der Bibel steht was völlig anderes. In der Bibel steht, bevor der Herr Jesus kommt, kommt der Abfall, nicht die Erweckung. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo letztendlich auch Paulus, wenn er den ganzen Timotheusbriefe durchguckt, wo Paulus dem Timotheus alles beibringt. Wisst ihr, was er ihm eigentlich beibringt? Das ist mir eigentlich klar geworden, je länger ich mir das ansah. Was ist menschlich normal und was ist geistlich normal? Was ist der Zustand, die Herzensstellung, die eigentlich Gott vom normalen Gläubigen, der entschieden ist, haben will. Und genau das bringt Paulus und Timotheus bei. Und er sagt jetzt in Vers 2, jetzt kommen wir zu etwas, das ist etwas, wie soll ich sagen, man muss sich einfach bewusst sein, es ist vom Satanismus inspiriert. Wisst ihr, schon vor 40 Jahren, denke ich, oder 45 Jahren, hat damals dieser, er war wohl kein Amerikaner, sondern Kanadier, John Todd,
Der hat zum Rat der 13 gehört, höchstes Freimaurergremium, hat er die Leute erklärt, nachdem er rausgegangen ist, dass er wohl nicht mehr lange leben wird, dass man ihn wohl ums Leben bringen wird. Er hat unter höchster Lebensgefahr seine Verkündigungen gemacht und er ist auch spurlos verschwunden. Ich habe die Kanadier mal gefragt, sie sagen, er ist spurlos verschwunden. Und dieser Mann hat damals schon erklärt, wie der Satanismus funktioniert. Und er hat ganz klar gesagt, die Elite, die Höchste sind alle Leute, die das Satan-Opfer anbeten. Das kommt immer deutlicher raus. Wisst ihr, wir dürfen nicht denken, das sind alles liebe Leute und auch die führenden Leute, die meinen es alle gut mit uns. Ein Dreck meinen die mit uns. Wisst ihr, was die wollen? Die wollen die Herrschaft des Antichristen. Die wollen, dass der Teufel auf dieser Erde die Herrschaft hat, nicht der Herr Jesus. Das muss man sich einfach klar sein. Jetzt kommt das raus, was die Gläubigen nicht gelernt haben. Wir haben sie auch nicht gebraucht. Wisst ihr, wir hatten eine christliche Landschaft, da war doch alles wunderbar. Und wir haben gar nicht Fremdlinge auf Erden sein müssen. Wir mussten gar nicht uns absondern. Wir mussten gar nicht Trennungen herbeiführen. Es war ja alles halber christlich, war ja alles wunderbar. Und jetzt kommt plötzlich das Gleiche wie zur Urgemeinde. Man sagt ja, der Anfang gehört zum Schluss zurück oder der Schluss zum Anfang. Und zwar jetzt kommt etwas, jetzt haben wir die gleiche Situation wie die Urgemeinde. Bei diesem ganzen Versblock oder bei dieser Passage müssen wir eigentlich drüber schreiben, der Endzeitmensch. Und der Endzeitmensch wird geboren. Wie wird der geboren? Der wurde seit 67 geboren, indem die Gesetze geändert wurden. Steht im Jesaja, der Unrecht schafft durch Gesetz. Jetzt wird plötzlich durch Gesetz Unrecht geschafft. War undenkbar. Auch die Politiker halten sich auch weltweit nicht mehr an die Gesetze, nichts mehr. Wisst ihr, das ist alles brutal. Offiziell ist alles bestens. Wenn du hinter der Kulisse gräbst, dann ist gar nichts bestens, sondern alles Teufelei. Und jetzt siehst du, jetzt kommt ein Endzeitmensch. Der Endzeitmensch wird geboren. Der wird unter anderem geboren durch die Medien. Und ihr dürft etwas nicht vergessen. Über die Medien kommen die Gedanken. Über die Gedanken wird mein Inneres beeinflusst, wird der Mensch vollständig versaut. Man hat den Menschen klar gemacht, dass praktisch nur noch ein einziger Gott auf dieser Welt ist. Und das ist der Mensch. Wisst ihr, und Gott wird unsere Eventkultur zerstören. Er lässt sich das einfach nicht gefallen, dass man ihm die Ehre stiehlt. Und dann sind sie die Eltern ungehorsam. Und das darfst du ja gar nicht sagen. Ich lese mal Jesaja 3, 4. Und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Vers 5. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen und einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Und jetzt wird es noch besser, 12, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Entschuldigung, ich bin sicher für alles verdächtig, bloß nicht, dass ich ein Frauengegner bin. Ich bin fast 50 Jahre glücklich verheiratet, habe 2 Töchter und ich schätze die Schwestern, schätze die Frauen. Aber wisst ihr, wenn ich sehe, dass wir plötzlich, statt einem General, eine Hausfrau, hat angefangen mit der von Leyen, ist Verteidigungsministerin und dann wunderst dich, dass sie, hat man mal gesagt, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber dass höchstens 5 wirkliche Kampfflugzeuge noch einsatzfähig sind, dann wunderst dich, wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, Gericht, wenn die Frauen an die Herrschaft kommen. Jetzt guckt doch mal in dieser ganzen antichristlichen Szene, welche Frauen was anzetteln. Mir stehen die Haare zu Berge manchmal. Da muss ich einfach sagen, die Ordnung Gottes kommt weg. Gell? Und das ist alles dieser Endzeitmensch, der geboren wird. Und jetzt wird natürlich über die Medien, über die Presse, wird dir eingehämmert und eingebläut, dass das alles normal sei. Wenn man dann sagt, jetzt muss man den Kindern Medikamente geben, dass die Pubertät rausgeschoben wird, dass sie lang genug Zeit haben zu entscheiden, ob sie Mann oder Frau sind, dann muss ich sagen, seid ihr jetzt völlig geistesgestört? Ja, das kann man nicht anders nennen. Wisst ihr, und ich habe zum Glück... Und ich hoffe, ihr habt alle noch einigermaßen gesunden Menschenverstand. Und ich sage es einmal so, wer das alles leugnet, das ist nicht normal. Entschuldigung. Aber das ist nicht irgendwie politisch, das ist ein antichristlicher Geist, das ist dieser Teufelsgeist, der hier auch dann bewirkt, was hier nämlich die Bibel sagt, dass man die Eltern ungehorsam ist. Da steht nicht ungehorsam, sondern viel schlimmeres Wort. Es gibt im Deutschen das Wort gar nicht. Das heißt praktisch, die sich weigern, gehorsam zu sein. Da ist der Aspekt drin, Weigerung zu gehorchen. Wisst ihr, wenn ihr mal seht, was du heute hast, du bist nur für die Medien beherrscht und kleine Kinder, die nicht einmal gerade laufen können, werden dann führende Leute von Klimaschutz. Und man sagt, spinnt ihr jetzt völlig? Die fangen dann an, Politiker zu beschimpfen. Zu meiner Zeit haben wir die übers Knie gelegt. Darf man ja auch nicht mehr. Versteht ihr? Es ist alles verrückt.
Wir sind im Irrehaus gelandet, im vollkommenen Irrehaus. Die Gläubigen merken es nicht und glauben immer, es ist alles nur normal. Ich sage, Leute, wenn wacht ihr auf? Wir sind am Ende der Endzeit, das wird nicht besser, es wird noch schlimmer. Im Internet nur Dreckschleuder, wo du hinguckst, du wirst nur verseucht, von hinten bis vorne. Also Unheiligkeit ist der Normalfall. Lieblos, wisst ihr, wenn ihr mal guckt, was ist lieblos? Lieblos ist zum Beispiel, wenn ich jemand, der eine relativ kleine Tat begeht, dann von mir aus 2 Jahre in der Knast sperre, aber ein anderer, der 2 Menschen absticht mit dem Messer, sagt, der ist unter psychischem Stress gewesen und ich verurteile ihn nicht einmal. Entschuldigung, wo sind wir gelandet? Das ist genau das. Lieblos, das ist lieblos und teuflisch den Opfern gegenüber. Wisst ihr, inzwischen wird der Täter mehr geschützt wie das Opfer, das ist einfach Fakt. Und die Bibel sagt, sie werden unversöhnlich sein. Und das nächste Wort, verleumderisch, das steht im Griechischen diabolisch, teuflisch. Und jetzt kommt das Schlimmste, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wisst ihr, was heißt? Dieser ganze Dreck bricht in die Gemeinden ein. Jetzt kannst du bloß eins machen, du musst es rauswerfen. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz bösen Punkt, Klagelieder 5. Und zwar, das ist etwas, wo du einfach nicht draufkommst. Auf die Idee kommst du einfach nicht. Klagelieder 5, 8, das sagt die Bibel, Knechte herrschen über uns. Oft sind diese Leute, die das in der Gemeinde anzetteln, selber Sklaven der Sünde. Ihr begreift, die sind selber nicht frei. Und wenn ich sehe, was Leute berichtet aus Insider-Informationen, ein Ältester einer Brüdergemeinde im Waadt, im Französischen, war heimlich ein Satanist. Der hat das Abendmahl austeilt, der hat das Wort Gottes gelesen, er hat gebetet und ist dann abends ist er Satanist gewesen. Wenn du das alles siehst, dann muss ich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber laut der Textpassage wird in der Endzeit diese Teufelei zum Normalzustand fast werden. Ist er, die Teufelei, die hier beschrieben sind, die bewirken, dass das Völkermeer kocht, dass es rast. Aber jetzt kommen wir zum Hauptpunkt. Was sagt jetzt Paulus zu Timotheus? Was soll ich tun? Wir sind ja mitten in dem brodelnden Kessel drin, da stecken wir drin, wir Gläubige. Jetzt sage ich es einmal im Idealfall, die sich selbst nicht lieben, die nicht geldgierig sind, nicht prahlerisch, nicht überheblich, nicht Lästerer, nicht den Eltern ungehorsam, nicht undankbar, nicht unheilig, nicht lieblos, nicht unversöhnlich, nicht verleumderisch, nicht unbeherrscht, nicht gewalttätig, nicht dem guten Feind, keine Verräter, nicht leichtsinnig, nicht aufgelassen, die das Vergnügen nicht mehr lieben als Gott, die nicht einen äußeren Schein der Gottesfurcht haben, sondern wirklich Gottesfurcht, die wirklich die Kraft Gottes haben. Wäre doch Idealfall, oder? Aber jetzt sagt Paulus klipp und klar, wenn du in dem Dreck drin bist, Timotheus, dessen Zählerhaltung sauber war, wenn du ein klarer Gläubiger bist, was sollst du tun? Von solchen wende dich weg. Lass mal, wenn ihr Zeit habt, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Da sagt Paulus klipp und klar, von wem du dich abzuwenden hast, geistlich. Ich wende mich nicht von meinem Nachbar ab, der ungläubig ist. Das ist der gesunde Menschenstand, das ist normal. Aber ich wende mich geistlich von diesen Leuten ab, die diese Teufelei hier treiben. Von denen muss ich mich wegwenden. Dann der sagt klipp und klar, da kommen dann auch die Dinge, die dann oft erst später rauskommen. Sie schleichen sich in die Häuser ein, das sind leichtfertige Frauen. Wisst ihr, wenn ich dann höre, ein führender Mann der Pfingstbewegung, der, und da ist einer meiner Brüder aufgewacht, der vorne der salbungsvollste aller salbungsvolle Männer war, der oberste aller Zungenredner, stellt sich nachher raus, er hat 10 Jahre in Ehebruch mit einer Frau gelebt, die Wächterinnen auf der Mauer in Jerusalem sind. Wo steht der Bibel, ich soll Frauen nach Israel schicken, dass sie auf der Mauer rumlaufen und Wächterinnen sind. Versteht ihr? Das ist diese Schwärmerei, das ist diese Spinnerei, diese ungeistlichen Dinge, die über das Wort Gottes rausgeht. Und dann hast du Leute, die hier hinter den Kulissen genau so sind. Oder einer ist ein Ältester, der wunderbar die Gemeinde Gottes hier scheinbar versorgt, hinter den Kulissen, ein Teufelsanbeter. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil du selber so nicht bist. Wisst ihr, aber die Bibel sagt klipp und klar, diese Teufelei kommen. Gell? Und er sagt, sie sind wie Jannes und Jambres. Das waren okkulte, wirklich okkulte Zauberer. Das ist der Normalfall. Er sagt zwar, es kommt raus. Und jetzt kommt ganz einfach was,
Das ist der Trost. Er sagt, wende dich von ihnen weg, sondere dich ab. Timotheus, der die richtige Seelenhaltung hatte, wie der Paulus, dem hat er 2 Briefe geschrieben, den hat er sein Testament gewidmet. Und hier hast du die perfekte Erweisung, wie du diese schreckliche Zeit des Endes überlebst. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Ich möchte gern ein Timotheus sein. Die Frage ist halt, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Es kostet einen Preis. Das ist etwas, was wir mitnehmen müssen. Liebe Geschwister, glaubt mir wirklich, diese Zeit kann ich nicht ändern und ihr nicht. Wir werden es nicht mehr ändern können. Es wird schlimmer werden, wellenmäßig. Aber was wir ändern können, ist unsere Haltung. Ich will geistlich hier einen klaren Weg gehen. Und ich bin in dem vollen Bewusstsein, dass der Herr mich retten wird. Wisst ihr, ich habe keine Angst vor der Endzeit. Ich weiß, der Herr wird mich retten. Wie er mich rettet, ist nicht mein Problem. Aber ich weiß, dass er mich retten wird. Und in dem Bewusstsein, denke ich, können wir auch diese Entscheidungen von ganzem Herzen fällen.